muss ich hier auch was arbeiten. Und was will ich heute machen? Das hier ist die Rückwand von unserem Fahrerhaus. Teilweise ist der alte Himmel, der hier in so einem poppigen Mausgrau ist, schon abgezogen. Das geht relativ einfach. Also man löst einfach eine Ecke und zieht ein wenig dran. Dann sieht man auch, was da alles an Sand rauskommt. Obwohl, ich weiß nicht, der ist auch aus unserer Scheune und gar nicht von der Feuerwehr. Dann sieht das ganze Ding aus, als wäre es total rostig. Das ist aber einfach nur gepresstes, ja, gepresste Altkleider, würde ich sagen. Und was habe ich hier schon? Was habe ich jetzt nicht ausgepackt? Packe ich nachher aus. Das hier ist der neue Himmel. Das wird auch ein poppiges Mausgrau. Aber aus Kunstleder. Das haben wir uns nicht für entschieden, weil wir Kunstleder so geil finden, nur weil wir denken, dass man das noch ganz gut abwischen kann. Wenn es dann mal staubig wird und irgendwo. Dabei ist auch ein Kleber. Ja, es ist, glaube ich, nicht ohne, das in diese Buchten zu kleben. Deswegen fange ich auch unten hinten an. So, ich habe das Kunstleder ausgepackt. Hier den Hairo Kraftsprühkleber ausgepackt. Und hier heißt es, auf den Untergrund aus 20 bis 30 cm Abstand aufsprühen, dünn aufsprühen. Circa 3 bis 5 Minuten, je nach Umgebungstemperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes, ablüften lassen. Ja, ist auch sehr präzise, keine Ahnung, wir haben gerade 20 Grad. Zusammenpressen, und wenn man meint, dass der Untergrund sehr saugend ist oder porös oder uneben, soll man den auch erst noch mal 5 Minuten einsprühen und 5 Minuten ablüften lassen und dann erst die Klebeschicht aufsprühen. Das klingt irgendwie alles kompliziert. Ich glaube, das wird furchtbar. Aber ja, und vor allem geht mein Trick auch nicht, wo ich gesagt habe, ich fange mal unten an. Mein Stoff oder mein Kunstleder ist so breit, ja, dass ich halt an der einen Seite anfangen muss. Und das dann hier so rüberrollen muss. Ich weiß sowieso, ich fange an und dann schreie ich noch Stefan, weil das nicht geht. Aber gut, man nicht schon vorher rumunken. Ich probiere es mal. Testverklebung. Wie mache ich denn eine Testverklebung, Stefan? Hm? Aufpacken und gucken, was hält. Ja, das Gefährliche ist ja auch, was steht da? Es geht unlösbare Verbindung ein. Das heißt, wenn ich das an mir festklebe, den Rest meines Lebens graues Kunstleder an den Fingern. Gestern haben wir ja gezeigt, wie wir mit unserer tollen Bastelkonstruktion, also unseren Rollenhalter, die Rückwand unseres Fahrerhauses neu beklebt haben mit einem neuen Himmelstoff, der Kunstleder bei uns ist. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr das erste Mal macht, lasst von Kunstfinger die Finger. Kunstleder die Finger. Oh, ich habe zu viel an dem Kleber geschnüffelt. Also ist scheiße, ist auch nicht so gut geworden. Sagen die meisten nicht. Die nehmen schwarzen Stoff
und man sieht immer nur das Endergebnis und in die Ecken wird noch irgendwie ein Efeu gehangen oder was weiß ich. Jetzt weiß ich warum. Ist ein scheiß Job. Ich zeige einmal, wie es aussieht derzeit. Das ist die Rückwand. Ich war heute noch im Baumarkt und habe Wäscheklammern gekauft, um die Ecken damit zu fixieren. Habe Sekundenkleber gekauft, weil dieser tolle Sprühkleber entweder an den Ecken nicht hält oder ich habe es nicht richtig gemacht. Den Himmel zeige ich euch nicht. Da weiß ich noch nicht, ob ich das überhaupt dran bringe. Moin! Wir sind jetzt auch so weit, dass wir das magische Alubutyl verwenden können. Wir wollen das ausprobieren auf der Fahrertür. Hier sieht man, glaube ich, ganz gut. In unserer Tür klebt schon so ein Schallschutzzeug, so ein schwarzes. Da passt eigentlich gar nichts mehr rein. Vielleicht da oben noch ein Streifen. Aber hier auf den Flächen, auf den weißen Flächen, will ich das hinkleben. Was habe ich vorher gemacht? Hier Silikonreiniger, Silikonentferner genommen. Einfach einmal alles abgewischt. Ja, jetzt würde ich es im Bereich der Türverkleidung mit Alubutyl bekleben und danach mit dem dazu passenden Dämmfilz von Reckhorn. Das hier lassen wir offen, da kommt noch eine neue Folie drüber. Ja, das war es eigentlich erstmal. Schauen wir mal, ob das nachher alles noch zusammenpasst und dann drunter passt. Stefan ist skeptisch, aber man kann es ja nur ausprobieren. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Ich habe hier an die Decke das Alubutyl geklebt. Oh, ich gehe mal dicht daran. Reckhorn ABX. Ich habe die komplette Decke beklebt. Angeblich sollen ja 40% der Fläche reichen, um diesen Vibrationsschall zu schlucken. Hier über mir habe ich schon auf das Alubutyl das Dämmfilz geklebt. Das ist auch von Reckhorn, das soll dazugehören, deswegen habe ich das im Pack gekauft. Viele nehmen ja Armaflex, da habe ich gelesen, das ist für einen ganz anderen Zweck. Das ist zum Dämmen von Heizungsrohren oder Wasserrohren oder so. Und hat eigentlich nichts mit Schall zu tun. Uns geht es um Schall, uns geht es nicht um Isolierung warm-kalt. Darüber kommt dann der Himmel. An der Rückwand haben wir teilweise schon einen Schallschutz. Da habe ich nur dazwischen ein bisschen Alubutyl geklebt. Teilweise an freistehenden Haltern habe ich das von hinten dran geklebt, damit es nicht zu dick aufträgt für den Himmel. Ja, das ist eben hier unsere Rückwand. Also hier sieht man überall, habe ich eigentlich genug Platz, weil hier an diesen Trägern wird der Himmel befestigt. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich hier auch noch was hinklebe, weil hier kommt dann nachher eine Ausbuchtung und in den Himmel kommt die Lasche von diesem Fenster. Ich wollte noch was zu den Arbeitsutensilien sagen. Ganz wichtig, das Alubutyl ist super scharfkantig, also solche schneidsicheren Handschuhe, Cuttermesser, so eine handelsübliche Tapezierrolle, scharfe Schere. Eigentlich die Sachen habe ich auch für das Zuschneiden von dem Himmelstoff genommen, wen es interessiert. So sieht das Dämmfilz von Reckhorn aus. Ist wie das Alubutyl selbstklebend. Einfach hier so ein Stoffkrams. Das sind unsere alten T-Shirts. Ja, zieht man ab und dann war es das eigentlich schon. Voll der Pro-Tipp. Dann, nachdem mir heute irgendwie alles nicht richtig gelingt, der Kleber für den Himmel klebt nicht, der Himmelstoff lässt sich nicht wie Stoff hin und her ziehen, der Dämmfilz lässt sich nicht mit dem Cutter und der Schere schneiden, es ist wieder ein toller Tag. Nachdem das wieder alles nicht funktioniert hat, ich dieses Zeug nicht schneiden konnte und ich zu Stefan meinte, ich weiß, warum die alle Armaflex nehmen, weil man das besser schneiden kann. Ha! Unser Riesensanitätskasten von der Feuerwehr, eine Verbandsschere. Mit der kann ich das schneiden, kann ich meine letzten beiden Bahnen kleben und ich glaube, dann ist Feierabend, ne? Dann ist Feierabend, ja. Halb sechs schon wieder. Willst du deinen Fortschritt gleich nochmal zeigen? Nee. Ach, ich habe keinen Fortschritt.
Stefan geht es ähnlich wie mir. Ich hampel nur rum. Ich versuche hier mit der Lamello-Fräse den Himmel, also Himmel, das Himmel? Dach von dem Kleiderschrank hier reinzubringen. Damit er zumindest oben zusammen ist. Und dann habe ich noch ein mittleres Brett, was da rein muss. Und zwei Schubladentrenner, die auch irgendwie da rein müssen. Und noch den Sockel. Die Rückwand haben wir schon rausgefalzt hier. Heidenakt. Was uns ein bisschen zurückgeworfen hat, ist, dass unser Tischler leider überall Umleimer. Also war im Umleimer waren. Und ich habe extra aufgeschrieben, an welchen Kanten ich Umleimer haben möchte. Und er hat gesagt, Umleimer machen wir auf alle vier Seiten. Und bei 2 mm Kunststoffumleimer, wenn du den nicht nur an einer Seite hast, sondern auf zwei falschen, dann hast du gerade mal 4 mm ein zu breites Brett. Und das passt dann nicht in den Kleiderschrank. Also habe ich mit der Kreissäge wunderbar diesen Kunststoffumleimer weggesägt. Du machst das schon. Stinkt, macht Dreck, ist super eklig. Ja. Und nun sind sie aber ab. Du passt das auch. Und nun versuche ich da die Lamello-Dinger reinzukriegen. Ja, ansonsten habe ich nicht viel Fortschritt. Aber naja. Wir haben mal Spaß.